Als mich Ninel fragte, ob ich die Einführung machen möchte, habe ich spontan, leichtsinnigerweise sofort zugesagt. Das war meine empathische, emotionale Hirnhälfte, die einfach gesagt hat, toll, mache ich. Dann kam die Vorbereitung und die andere Hälfte meines Kopfes bekam die Stränge irgendwie nicht so richtig zu packen. Das passiert mir selten. Ich habe viel von Ninel live gesehen. Das Fragezeichen blieb erstmal. Was macht man? Google hilft immer. Ich finde dort laute und leise, öffentliche und intime Performances und andere Bühnenstücke, sanften, melancholischen Sologesang in Ninels Muttersprache, Türkisch, heftigen Deutsch-Türk-Ethno-Jazz-Rock, komplexe Statements, mal aus der Türkei, mal aus Norwegen, mal aus Frankreich, mal aus Spanien, mal aus Stuttgart. Aber immer auf den Punkt, Qualität, keine Frage. Wir sehen, oder ich habe gesehen, Nähe, Distanz, präsent sein, verloren sein, zornig, zart sein, einsam sein, gemeinsam sein, verletzlich sein, aber nie wehrlos sein. Und jetzt auch noch ein Buch. Das findet jetzt wiederum die eine Hirnhälfte ganz toll und die andere ist immer noch mit dem Finden des roten Fadens völlig überfordert, aber irgendwie überzeugt, dass das schon stimmig ist. Was hilft da? Reden. Wir haben uns unterhalten und haben beschlossen, ich mache keine Einführung. Ninel legt los und auf der halben Strecke unterhalten wir uns untereinander und mit Ihnen. Und dann könnt ihr das Geheimnis vielleicht ein bisschen lüften, sofern wir das überhaupt wollen. Ninel. Dankeschön. Stehblues hat natürlich nicht mit Stehblues angefangen. Stehblues hat angefangen in einer Sphäre, wo ich noch nicht wusste, was es ist. Und meine Texte haben, oder dass ich schreibe, hat auch diese Zeit begleitet. Und erstmal lese ich aus dieser Zeit, wo Stehblues noch nicht da war, die Idee. Und das Projekt sowieso noch nicht. Laufen. Dann laufe ich eben. Wenn ich nicht einfach so dastehen kann, dann laufe ich. Ich muss mit. Mit all den Getriebenen, ohne zu verstehen, was für ein Müssen das ist, muss ich mich mittreiben lassen. Habe keine Ahnung, wo es hingeht, kann mich nicht dagegen wehren. Wie kann ich mich wehren, unfähig zu erkennen, was uns treibt? Wie soll ich mich wehren, wenn ich nicht in der Lage bin, stehen zu bleiben? Unfähig innezuhalten, einfach mal innezuhalten, um in mich zu kehren, um zu erfahren, wie es ist, zu stehen. Ich laufe. Ich laufe mit. Ich laufe mit den Ängsten und Befriedigungen der Masse, die sich ihrer Verantwortungen nicht bewusst ist. Ihre eigenen Werte zu erspüren und zu gestalten. Und wie auch immer es passiert, ich beginne zu beobachten. Meine Augen sehen nicht nur, sie hören auch so manches Geheimnis. Meine Haut spürt die Gespräche der Körper unbemerkt von ihren Besitzern. Ich meine zu schmecken, wie sich die Gebäude und Städte aus ihren Räumen entsaften. Eine Frau will an meiner Schulter weilen, ein Kind, fremde Wärme spüren, das Dunkle eines Mannes, sich in meinem Wasser waschen und ich spüre, dass ich innehalten soll. Doch warum fällt es mir so schwer, mich gegen die Masse zu stemmen und einfach einmal innezuhalten? Zu stehen, mal nur zu stehen. Dann laufe ich eben. Laufe und beobachte, laufe und versuche mir immer wieder vorzustellen, dass ich innehalten könnte. Einfach mal zu stehen und innezuhalten. Ich beobachte die Menschen, deren Beistand ich brauche, in deren Körpern und Bewegungen ich meine Spiegelbilder sehe. Ich brauche sie, um mich selbst zu verstehen. Ich rieche sie wie ein Tier, dessen Geruchssinn vom menschlichen Parfüm betäubt ist. Bewege immer wieder meine Nasenflügel, mit der Hoffnung, etwas in meiner Schleimhaut zu aktivieren, das mein Riechvermögen zu seiner ursprünglichen Kraft befähigt. Dann laufe ich eben.
Wenn ich nicht in der Lage bin, einfach mal zu stehen und innezuhalten, dann laufe ich. Ich laufe und beobachte, wie die Gebäude Räume kreieren, wie die Räume Menschen dirigieren, was Menschen meinen und was sie gerne berühren. Ich laufe und versuche, Risse in der Textur meiner Realität zu erkennen. Ein Riss im Raum, ein Riss in Zeit, ein Riss, der mir helfen könnte, den Film zu zerreißen, in dem ich selbst bin, um mich nicht treiben lassen zu müssen. Ein Riss, der mit mir spricht, der mir unter Umständen eine Geschichte erzählt, der eventuell schon lange auf mich wartet, um seine Geschichte zu erzählen oder sie im selben Augenblick entstehen lässt. Zuhören, von ihr lernen, das ist mein Wunsch. Gesänge erlernen, die mich befähigen, meine eigenen Willen auszuüben, wie man etwas berührt und zu Liebe verwandelt, wie man für andere atmet und sie dabei zum Tanzen bringt. Lernen will ich, doch dafür muss ich erst einmal den Riss finden. Dann laufe ich eben und beobachte, um den Riss zu finden, den Riss, der mich erkennen lassen soll, wie ich zerreißen kann, was ich zerreißen will, um zu stehen.